Sie Lords und Sie Ladies, ist schon wieder Weihnachten und ja, ist es. Ich habe auch ein Riesengeschenk bekommen und das werde ich jetzt mal auspacken. Auf ist die Box und ich kann euch schon mal sagen, die kommt von Spirits of Old Men. Mal gucken, was alles drin ist. Ah, die ist so riesig, die muss ich auf den Boden stellen. So, entschuldigt mich. Alter Schwede, das ist ja wie Weihnachten. Und weil Weihnachten ist, haben wir hier auch gleich Project Christmas mit Mütze. Und Spirits of Old Men Rum Project 2. Mal ganz kurz, was macht Spirits of Old Men aus? Ihr seht, die behandeln ihre Rums als Projekte. Damit jeder Rum nochmal quasi, ja, zusammengestellt, designt in die Richtung, die du haben willst. Und ihr Credo ist, die wollen Top-Genuss zum Top-Preis in einer Top-Qualität. Ja, und wie wir schon im Holy Rum-Kalender gesehen haben, es klappt schon in die Richtung. So, mal gucken. Rum Project Number 2 haben wir hier. Ich gehe mal auf die Suche nach den anderen. Gibt ja 5. Ja. Jetzt mal in der Reihenfolge. Rum Project 1, nämlich Caribbean Spirit. Spirits of Old Man Rum Project 2. Spiced Orange. Mal gucken, was gibt's noch alles. Spirits of Old Man Rum Project 3. Dark Expression. Wow. Rum Project 4, kennen wir schon. Vanilla Cane. Und Rum Project 5, Leisure Harbor. Oh, guck sie dir alle an. Und die haben auch nochmal so eine quasi Jahreskollektion. Nennt sich dann Choice. Und ich habe hier den Choice für 2022. Muss ich ja ran, Freunde. Also, nützt ja nix. Gott, meine Bar ist zu klein. Die Frau fragt nach einer neuen Bar. So. Und weil Weihnachten ist, kriege ich hier noch extra Geschenke. Wie witzig. Und zwar, wow. Ach, guck mal. Ein Glas mit Untersetzer und noch ein zweites Glas. Ah, ich freue mich. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und die muss ich ja jetzt testen. Freunde, das wird Arbeit, aber ich freue mich drauf und das solltet ihr auch. Also sehen wir uns wieder beim nächsten Spirits of Old Man.